Hallo und herzlich willkommen bei Gantec Austria. Im heutigen Video geht es um die PFC1R, eine Hochleistungstaschenlampe aus dem Hause Walter. Im Lieferumfang enthalten ist die Bedienungsanleitung, Ersatzdichtungen, ein USB-C-Ladekabel, eine Tragetasche, welche per Molle an einen Gürtel oder eine Weste montiert werden kann. Und wir haben hier den Hinweis, dass vor dem Betrieb eine Schutzfolie entfernt werden muss. Entfernen wir nun die Schutzfolie. Die Lampe wird mit drei Akkus betrieben, den 21700ern mit 3,7 Volt. Wir haben hier zwei Bedienknöpfe, hinten den Einschaltknopf und auf der Vorderseite den Steuerknopf für die verschiedenen Modi. Die Lampe wird immer mit dem gleichen Modi eingeschaltet, mit dem sie auch ausgeschaltet wurde. Die Lampe kann auch schnell eingeschaltet werden, indem der Knopf leicht gedrückt wird. Geladen wird die Lampe über den USB-C-Stecker auf der Seite. Unter dem Ladevorgang haben wir hier eine Prüf-LED, welche den Ladestatus anzeigt. Wir haben hier fünf verschiedene Leistungsmodi. Ultra Low mit 20 Lumen, Low mit 250 Lumen, Medium mit 850 Lumen, High mit 2000 und den Turbo mit den 5000 Lumen. Die Betriebsdauer liegt zwischen 140 bei Ultra Low und 3,5 Stunden bei dem Turbo. Wir haben hier eine maximale Reichweite von 430 Metern, welche natürlich witterungsabhängig sind. Der Durchmesser des Griffes ist 54 mm und im Lampenkopf haben wir 65 mm. Die Gesamtlänge beträgt 14,9 cm und das Gewicht 680 Gramm.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch bitte ein Like und ein Abo da. Und bis bald bei GunTech Austria.